Wieso trägst du diese Kassette den ganzen Tag rum? Darf ich sie mir mal ausprobieren? Es kann nicht schaden, wenn ich alles über Robert weiß, was man über ihn wissen sollte. Immerhin heirate ich den Mann ja. Danke, Craig. Schlaf schön. Ich hoffe, das war richtig. Was Sie davon halten, ich kenne keinen schöneren Wettkampf als ein gutes Können Geschäft. Können Sie das vielleicht etwas näher ausführen? Bist du sicher, dass Hunt nur diese Kassette kopiert hat? Das nicht, aber es ist die einzige, die nicht an ihrem Platz neben dem Fernseher gestanden hat. Tja, ich nehme doch an, dass Kelly sie gesehen hat. Ich habe gehört, wie sie Craig danach gefragt hat. Ich weiß nicht, womöglich hat sie sie gesehen und glaubt jetzt bestimmt, dass ihr geliebter Robert und Deborah eine Affäre haben. Wenigstens hast du mich nicht Quinn genannt. Wer hat das noch gesehen? Außer Craig und Kelly, ich weiß nicht. Möglicherweise die reizende Eden. Eden? Dann müssen wir nur noch eine Möglichkeit finden, das zu unserem Vorteil zu nutzen. Nicht wahr? Kelly, tu das nicht, Kelly. Das bin nicht ich, er ist nicht ich, siehst du das denn nicht? Du kommst zu spät, mein lieber Bruder. Du kannst es nicht ändern. Sie hört dich nicht und selbst wenn, würde es sie nicht interessieren. Kelly gehört mir allein, Robert. Sie gehört nur mir. Nein! 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 Was ist los? Die bösen Buben sind anscheinend nicht mehr oben, was? Morgen, mein Liebling. Morgen, Daddy. Ich habe gehofft, dich hier zu treffen. Hm. Können wir miteinander reden? Kommt drauf an, worüber du reden möchtest. Na, über deine Hochzeit. Ich glaube nicht, dass ich darüber reden möchte. Hör mal, ich möchte doch bloß sicher gehen, dass Robert einen Ehevertrag unterschreibt, Daddy. Ich habe dir gesagt, dass ich keinen aufsetzen werde. Das ist eine Hochzeit und keine Fusion. Ich werde den Mann heiraten, den ich liebe. Das verstehe ich, ja. Wenn du mir weiter Zweifel an Robert einreden willst, dann gehe ich. Würdest du mich bitte vielleicht erst mal ausreden lassen? Es tut mir leid. Das hat nichts mit einem Ehevertrag zu tun. Davon rede ich gar nicht. Nicht, dass ich es nicht für vernünftig halte, aber ich will jetzt nicht mehr mit dir darüber streiten. Gut, danke. Bitte sehr. Ich wollte nur wissen, ob ihr den Tag schon festgelegt habt. Das Datum, nein, haben wir nicht. Hältst du das nicht für wichtig? Es wäre doch schön, wenn die Freunde und Verwandten wüssten, wann sie kommen sollen. Na ja, ich habe noch gar keine großen Pläne gemacht. Aber du feierst doch hier, oder? Ja, wärst du damit denn einverstanden? Ich würde es gar nicht anders haben wollen. Ich kann nicht fassen, dass du tatsächlich einverstanden bist. Aber was denkst du denn bloß? Ich wünsche mir doch nur, dass du glücklich bist. Das Wichtigste für mich ist, dass alle meine Kinder glücklich werden. Deine Mutter bringt uns um, wenn wir ihr nicht die Planung überlassen, aber sie hat sicher nichts dagegen, wenn wir vorab schon mal das Datum festlegen. Das ist doch auch Sache von Robert. Natürlich. Es dreht sich nur um das vorläufige Datum. Wir müssen dafür sorgen, dass alle da sind. Ich muss auch noch den Garten in Ordnung bringen. Der sieht garantiert sensationell aus, wenn ich fertig bin. Wir können draußen feiern. Gute Idee. Es blüht doch alles immer so schön im Februar. Also dachte ich, am 14. Februar. Hm? Das wäre doch romantisch. Im Februar? Ja, am Valentinstag. Du bist doch so ein romantisches Kind. Bis dahin sollten wir eigentlich alles schaffen, meinst du nicht? Sicher. Wir wollen allen rechtzeitig vorher Bescheid sagen. Und selbst ein viel beschäftigter Mann wie Robert sollte in der Lage sein, alles bis dahin zu regeln. Hm? Natürlich. Ich kann es kaum fassen, wie leichtgläubig ich bin. Wie ist denn das gemeint? Wieso legen wir den Termin nicht gleich ins nächste Jahrzehnt? Dann können wir das neue Jahrtausend gemeinsam begrüßen. Oh, Kelly. Daddy, du denkst, dir bleibt noch genügend Zeit bis Februar und du findest schon eine Möglichkeit, die Sache platzen zu lassen. Ich habe doch lediglich versucht, dir eine... Genau das Gleiche, was Eden auch versucht hat zu tun.
Ihr tätet alle wirklich besser daran, endlich zu begreifen, dass ich ihn auf jeden Fall heiraten werde und dass ihr rein gar nichts dagegen machen könnt. Hallo. Hallo. Hast du Robert gesehen? Nein, habe ich nicht und ich habe auch keine Ahnung, wo er sein könnte. Tja, da ich ihn unbedingt sprechen will, werde ich mich wohl gleich auf die Suche machen müssen. Kelly? Ja? Hast du dir inzwischen das Video angesehen? Nein, das habe ich noch nicht. Wieso? Ich frage nur. Warum willst du denn wissen, ob ich es gesehen habe? Ich wollte nur wissen, was du davon hältst. Du hast doch gesagt, es wäre ein Interview zwischen Robert und Deborah Landon. Was soll sein? Unglaubliche Enthüllung? Er war bereits 16 Mal verheiratet. Was ist? Du solltest es schon selbst sehen. Greg, ich bitte dich, wenn auf dem Video was drauf ist, dann sag's mir. Na gut. Ich hab's mir angesehen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass zwischen Robert und Deborah mehr lief als nur ein Interview. Oh, wirklich? Ja. Und das hast du natürlich nicht zufällig bloß zwischen den Zeilen gelesen. Oder ist das auf dem Video für jedermann deutlich zu erkennen? Du brauchst mir nicht zu glauben, Kelly. Sieh es dir doch selbst an. Brauche ich nicht. Kelly! Hör zu! Robert und ich waren damals gar nicht zusammen. Verstehst du? Als er mit Deborah Landon das Interview gemacht hat. Also wenn wirklich zwischen den beiden etwas gewesen ist, dann sehe ich keinen Grund, sich darüber aufzuregen. Mag sein. Es sei denn... Es sei denn was? Dass die Affäre anhält? Kelly, du könntest dir das Video doch wenigstens ansehen. Sei nicht so verbohrt. Ihr beide würdet wahrscheinlich gar nichts auslassen, um Roberts Heirat mit mir zu verhindern. Kelly, ich will einfach nicht, dass du verletzt wirst. Craig, ich bin es leid, dass jeder um mich herum das als Ausrede benutzt, um sich in mein Leben einzumischen. Du und Eden und mein Vater, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde Roberts Frau. Kelly, kein Mensch will dir damit schaden oder dich irgendwie ärgern. Wir wollen nicht, dass dir wehgetan wird. Oh, Craig, hör auf mit dieser Nicht-Wehtun-Masche. Mein Vater hat Robert schon immer gehasst. Meine Schwester ist in den Mann verliebt gewesen. Und du und ich... Jeder von euch hat seine eigenen Gründe, nicht zu wollen, dass ich Robert heirate. Und die haben rein gar nichts mit meinem Glück zu tun. Na gut, fein. Sieh dir die Kassette doch mal an. Und sag mir, was du denkst. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass es dafür nicht den geringsten Grund gibt? Du kannst noch so sehr versuchen, ihn mir auszureden, doch das sag ich dir gleich. Es wird nicht funktionieren. Tja, anscheinend habe ich einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Nein, Craig wollte gerade gehen. Wiedersehen. Ich brauche frische Luft. Worum ging es denn, mein Schatz? Um gar nichts. Ach nein? Vergiss es. Ich halte das für keine gute Idee, Kelly. Wir zwei heiraten bald. Ich finde nicht, dass wir Dinge voreinander verheimlichen sollten. Ich möchte, dass unsere Beziehung offen ist. Und ehrlich. Und wenn Craig irgendetwas sagt, was dich beunruhigt, dann sollte ich das auch wissen. Craig ist der Ansicht, dass... Das vergiss es. Kelly, sag es mir. Er denkt, dass du und Deborah Landon, dass ihr eine Affäre habt. Mann, der Kerl gibt nie auf was. Naja, ich kann es ihm wirklich nicht verübeln. Ich würde es ebenso wenig tun. Ich wusste sofort, dass nichts dran ist. Ich sehe doch, dass er dich verärgert hat oder etwa beunruhigt. Nein, wirklich nicht. Hör zu, ich möchte dir genau erklären, welche Beziehung ich zu Deborah habe. Robert, das interessiert mich nicht. Doch, ich bin für klare Verhältnisse. Sie hat mir, sagen wir, deutlich gezeigt, dass sie an mir interessiert war. Sie wollte eine Beziehung mit mir eingehen. Hör mal, das ist wirklich nicht nötig. Was immer auch mit euch beiden gewesen ist, das ist... Gar nichts ist gewesen. Ich habe ihr gesagt, ich wäre an ihr nicht interessiert. Du bist die einzige Frau, mit der ich zusammen sein möchte. Bis ans Ende meines Lebens. Ist das klar?
Komm zu mir. Sag mal, da fällt mir ein, wir haben ja noch gar keinen Tag festgelegt. Hast du schon eine Idee? Es hat noch Zeit. Anscheinend hattest du mit deiner kleinen Verlobten leichte Schwierigkeiten. Kennen Sie die Kassette? Ich bin nicht sicher, aber der gute Craig hat versucht, sie davon zu überzeugen, dass wir was miteinander hätten. Nein, so was tatsächlich? Also habe ich ihr erzählt, dass du dich an mich ranschmeißen wolltest, dass ich dein Angebot aber dankend abgelehnt habe. Hat sie das etwa geschluckt? Hm. Die ist nicht so dumm, wie sie aussieht. So ungern ich das jetzt auch sage, Liebling. Ich denke, dass wir uns eine Weile nicht sehen sollten. Das kommt nicht in Frage. Wenn sie was rauskriegt, sind wir beide allein. Das ist ganz egal. Ich pfeife auf die blöde Kelly. Ausschließen lasse ich mich nicht. Du sollst nicht ausgeschlossen werden. Ich meine doch auch nur die Zeit bis zur Hochzeit. Nein! Ich will nicht, dass wir irgendein Risiko eingehen. Nein, ich auch nicht. Ich kann dich nur warnen, Quinn. Solltest du versuchen, mich abzuschieben, dann bringe ich dieses Mädchen um. Okay, volle Bezahlung bei Lieferung. Ich bin den ganzen Nachmittag zu Hause. Wiederhören. Was habe ich da gehört? Lieferung von was? Heute ist der Tag, an dem wir Robert aus dem Weg räumen. Ja. Und da war es notwendig, noch ein paar technische Einzelheiten zu regeln. Ich weiß, dass dich das alles nicht interessiert. Aber einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass das Notwendige getan wird. Wieso bleibt das immer an mir hängen? Meinetwegen können wir die Rollen tauschen. Dann übernehme ich deine Arbeit und du buhlst an meiner Stelle um die Gunst von Kelly Capwell. Ich fürchte, nur deine Taktik wäre nicht ganz so effektiv wie meine. Entschuldige bitte, wenn ich hin und wieder Zweifel daran habe, dass du hier den schwierigeren Teil der Arbeit übernommen hast, aber vielleicht täusche ich mich auch. Auch wenn du es dir anders vorstellst, ich verbringe nicht all meine Zeit damit, Kelly Capwell Zärtlichkeiten ins Ohr zu flüstern. Glaubst du, es ist leicht für mich, diese Rolle zu spielen? Vor Leuten, die alle denken, dass irgendetwas nicht stimmt mit dem neuen, verbesserten Robert Barr. Was hast du getan? Ich habe gar nichts getan, sondern du. Ich? Ja, du! An wem lag es denn, dass Craig Hunt hier plötzlich auftauchen und schnüffeln konnte? An mir doch nicht! Es lag an dir, dass er hier eingebrochen hat und sich das Band schnappte. Ich dachte, du hättest das alles geklärt. Du hast mir gesagt, Kelly glaubt dir inzwischen, dass du nicht die geringsten Ambitionen bei mir hast, sondern ich mich dir an den Hals geworfen hätte, oder ja, nicht? Ja, weil sie mir glauben will. Nur was passiert, wenn sie das Band genauer prüft? Dann wird ihr früher oder später ein Licht aufgehen. Was erwartest du von mir? Du weißt genau, was ich von dir erwarte. Wir müssen noch vorsichtiger sein, sonst wird sie noch misstrauisch. Und ich habe dir deutlich gesagt, wie ich deinen brillanten Vorschlag von neulich beurteile. Weißt du, das Leben, das ich hier führe, ist schon traurig genug. Und wenn ich dich jetzt nicht mehr sehen darf, dann ist für mich irgendwann die ganze Sache einfach gestorben, Quinn. Ruhig. Na also, du und ich, wir werden uns schon sehen. Wir sollten uns nur wirklich sicher sein, dass Kelly nichts davon erfährt. Ich weiß auch schon, wie wir das machen könnten. Es ist ganz einfach. Und wenn du jetzt schön ruhig bist und gut zuhörst, dann sag ich dir wie. Glauben Sie es oder nicht, gewisse andere Herausforderungen sind für mich viel wichtiger als Geschäfte. Können Sie vielleicht etwas genauer sein? Aber selbstverständlich kann ich das, Miss London. Was genau wollen Sie denn von mir hören? Robert Barr? Ich bin's. Oh, hallo Kelly. Hallo. Ich würde dich sehr gerne sprechen. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Es ist wirklich wichtig. Ich mache mich auf den Weg. Was hat denn dein Schätzchen von dir gewollt? Sie ist auf dem Weg hierher. Jetzt? Ja. Und wir sollten dafür sorgen, dass sie nicht umsonst erscheint.